Swish und Punkte, so soll es auch für die Oettinger Rockets in der kommenden Saison laufen. Die tragen ja nun ihre Heimspiele in der Messe Erfurt aus und deshalb ist es auch wichtig, dass sich die Jungs in der Landeshauptstadt präsentieren. Gesagt, getan und was wäre da praktischer als ein Streetball-Turnier mitorganisiert vom Basketballclub Erfurt. Okay, Jayjean, I don't want to be mean, but there are not many people who know you. What kind of guy are you? I'm a good guy, you know. What a kind of guy? I'm a good guy. Good guy. Okay. Not a bad man. Just here to enjoy the experience, man. Okay. What is the usual crowd in the? No flash here. What's the usual crowd you've played to? You know, the people in the gym. What am I used to? Yeah. You know, just a lot of people. You know. Just tell a number. I don't know. Like 1,000, 2,000 people, like 3,000 people, I don't know. 5, 6. Come on. You mean big in the United States, man? Yeah, exactly. What is your big hope for this season? Last question. You know, just to win as many games as we can, take it a game by game and get to the BBL. Das ist mal eine Ansage und dafür braucht es Zuschauer aus Gotha und aus Erfurt. Können Erfurter tatsächlich einen Verein mit guter Trägerschaft anfeuern? Das werden wir am Dienstag sehen. Wir haben alles dafür getan. Vom BCE wurden über 200 Karten geordert für das Spiel. Das ist eine sehr, sehr stolze Hausnummer. Ich glaube, das kann man so sagen. Und wir freuen uns wirklich drauf. Wie viele Mitglieder hat der BCE? 200. Wow, okay, also 100%. Geht das dann auch so weiter über die Saison? Wir hoffen das. Wir werden jetzt sehen, wie das angenommen wird. Ob dann auch vielleicht die ein oder andere Dauerkarte mit platziert wird. Wir schauen mal. Und ich bin guter Dinge, wirklich. Ich freue mich drauf. Bin selber auch oben. Von daher feuerfrei. Sehr gut. Kleiner Tipp, Dauerkarten sind übertragbar. Ne? Immer schön merken. Nach der Präsentation in Erfurt ging es dann in Gotha etwas familiärer zu. Auch hier stellte sich das Team natürlich vor, bevor es zum siegreichen Testspiel nach Göttingen ging. Auf Jayjean Page wartete noch eine besondere Aufgabe. Er sollte mal was zeigen und wurde an die Freiwurflinie gebeten. Dort verwandelte er einen von drei und damit verlor der Profi aus New York gegen Hallensprecher Jeffrey High. Macht aber nichts. Am Abend in Göttingen hieß es dann für Page. Nothing but that. Dylan, ja klar, Team ist jetzt vorgestellt, soweit alles gut. Ihr habt doch schon ein paar inoffizielle Testspiele gemacht. Aber bald kommt Alba, Mann. Also da sind dann auch die Leute von hier dabei. Freust du dich denn drauf? Oh ja, riesig. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance für alle von uns, mal gegen ein Top-Team aus Deutschland, vielleicht sogar Europa zu spielen. Wir haben einen super Kader beieinander und es ist einfach eine riesen Chance für uns, uns mal auszutesten, auf dem Niveau zu spielen. Absolut. Du kennst ja die blaue Hölle. Wir sind jetzt alle gespannt, wie es in der Messe wird. Wie sind deine Erwartungen? Oh, ich glaube, es wird super. Also wenn wir schaffen, die Stimmung aus Gotha nach Erfurt zu bringen, dann wird die Halle auf alle Fälle beben. Das wird richtig geil.